Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Elfias Art. Heute möchte ich mit euch wieder kreativ sein und ein individuelles, abstraktes Porträt kreieren. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Motiv wählen, wie zum Beispiel etwas Florales oder ein Tier oder Architektur, was auch immer euch beliebt. Legen wir los! Wir beginnen natürlich erstmal mit einer Skizze. Ich war nicht sehr akribisch bei meiner Skizze, aber diese wird später dann noch ausgearbeitet. Und so arbeite ich mit Kohle am Stück und später für Details mit dem Kohlestift. Wie man hier sehen kann, stelle ich bei diesem Porträt nicht sehr realistisch dar. Ich möchte bei diesem Porträt bewusst weniger ins Detail gehen. Ja, und so arbeite ich das Porträt immer weiter aus, bis es dann für mich passt. Highlights radiere ich mit dem Knetradierer. Später im Farbverlauf kann man auch Highlights hinzufügen, mit einem zum Beispiel relativ trockenen Pinsel, den man dann in die Farbe, die ihr für eure Highlights verwendet, reintupft und dann wiederum auf trockenem Zewa oder an Lappen, je nachdem was ihr verwendet, wieder gut abtupft und ja, dann vorsichtig für Highlights einsetzt und dann eben auch damit verblenden kann. Also ich habe jetzt bei diesem Porträt bewusst darauf verzichtet. Hier sieht man, dass ich Farbe unter anderem in eine Flasche fülle, weil ich damit später noch rumspielen will und rumspritzen will. Sie zum Beispiel vom Rahmen runterfließen lassen will oder ich entscheide das aber ganz spontan, mache alles dafür aber schon bereit, falls ich es dann brauche. Und die Farbe hält sich dann auch recht lange in einer verschlossenen Flasche. Vorher kann man einfach mal dran riechen. Ja, man riecht das dann schon, wenn man sie einfach nicht mehr verwenden sollte. Das riecht ihr. Bei dem Anrühren der Farben benutze ich Extender von Liquitext und Malgel von Winsor & Newton. Ich rühre mir da gleich etwas mehr Farbe an, um sie später dann nochmal für ein anderes Bild verwenden zu können, weil mir einfach die Farbkombination gut gefallen hat. Ich überlege mir vorher immer Farbkombinationen, welche passen zu diesem Motiv. Und welche Farbtöne harmonieren miteinander gut und die mische ich mir dann selbst zurecht. Ich streiche hier mit einem großen Pinsel erst die hellsten Töne über die hellen Bereiche im Gesicht, dann werde ich dunkler. Ich bepinsel das komplette Porträt auch nebendran, ziehe die Farbe dann wieder ab. Ihr könnt dazu unterschiedliche Werkzeuge benutzen. Ich benutze zum
einen Holzstäbchen, womit ich auch die Farbe umgerührt habe, und zum anderen aber auch gerne den Katalyst. Das sind Silikonspachtel, die gibt es in allen möglichen Varianten und Größen. Ich arbeite sehr gerne damit. Ihr könnt aber auch Papier oder Alufolie zusammenknüllen und ja, oder auch eine Farbrolle benutzen, um damit eben Effekte zu erzielen. Probiert euch da einfach aus. Ich habe in diesem Porträt auch Wasserspritzer benutzt, weil mir einfach zu viel Farbe drauf war. Und mit der Sprühflasche kann man dann einfach drauf sprühen. Damit erzielt man ebenfalls wieder Effekte. Man kann aber auch wieder Farbe abziehen und so lange, bis euch das gefällt. Und ja, es ist auch kein Problem. Dadurch, dass wir oder dass ich das Malgel verwende, habt ihr einfach auch keinen Stress und ewig Zeit beim Malen und Ausprobieren. Dann benutze ich auch in diesem Fall Schwarz zum Verblenden. Einige Stellen wirken mir dann zu hart und das hat mir nicht gefallen. Da benutze ich dann manchmal auch Ölfarbe, die ist schön zäh und die kann man dann auch wieder auf einem fast trockenen Pinsel tupfen und dann wieder gut abtupfen. Dann kann man damit eben auch so verblenden, verwischen. Das macht sich sehr gut. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass ihr den Pinsel dann mit Terpentin oder Ersatz reinigen müsst, weil da Wasser einfach nicht ausreicht für. Ihr könnt auch weiße Ölfarbe oder auch helle Öltöne benutzen, um eben Highlights zu setzen, die man gut auch verblenden kann. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr habt richtig Lust bekommen, euer eigenes Kunstwerk zu kreieren. Falls ja, lasst es mich doch gerne wissen. Also, macht's gut und bis bald!